Hallo, das hier ist die ganz neue Yamaha S70 XS mit die 76-Taste Balanced Hammer Keyboard. Wir haben auch ein S90 XS mit 88-Taste. Was ist so schön an dieser Maschine? Es ist eigentlich eine perfekte Mischung zwischen einem Stage-Piano und einem Performance-Synthesizer. Ganz, ganz basiert auf die Motive XS Engine und dazu gibt es ein ganz neues S6 Piano. Warum klingt dieses Piano eigentlich so realistisch? Es gibt eigentlich verschiedene Gründe. Erste, natürlich basiert auf 8 verschiedene Elements, 8 Waveforms. Das sind natürlich schon 3 verschiedene Layers. Es gibt String, Resonance, Key, Off Sampling und wenn man dann auch nur die FC3 Half Damper Function Pedal dazu hat, dann hat man ein sehr realistisches Piano. Man kann die Piano natürlich sehr einfach kombinieren mit zum Beispiel Streicher. Dann braucht man die Performance Creator, ganz neu in S90 und S70 XS. Einfach sagen, ich will ein Layer von Piano und Streicher. Ich drücke auf Layer und gleich haben wir Piano und Streicher. Anderes Beispiel, zum Beispiel ich bin in Voice Mode, ich habe ein Piano, ich will ein Split, drücke ich auf Split, gleich habe ich hier Bass und hier Piano. So schnell geht das auf diese Maschine. Nicht nur Pianos natürlich, aber auch sehr schöne akustische Gitarre-Sounds. Akustik, Mega-Voice-Sounds, Super-Articulation. Was bedeutet das eigentlich? Na, ich habe hier zum Beispiel 2 Assignable Function Knobs und damit kann ich zum Beispiel sagen, ich will so ein bisschen so einen Slide haben. Oder Harmonics. Das alles sehr einfach zu bedienen. Nicht nur klassische Gitarren, aber natürlich auch elektrische. Oder vielleicht stehst du mehr auf crunchy Organ Sounds. Auch hier kann man sagen, ich will die Distortion editieren können, gleich in Echtzeit mit die Assignable Knobs. Bei dieser Maschine kann man sagen, ich will MIDI-Files abspielen können, direkt von einem USB-Stick. Aber man kann auch sagen, und das ist ganz, ganz neu, ich will Audio-Files aufnehmen und abspielen von Internal Memory oder gleich von USB-Stick. Das ist ganz neu, das geht super einfach. Ich drücke einfach auf Play und ich spiele mit. Und so einfach geht das. Anderes Beispiel, zum Beispiel sehr schöne Streicher-Sounds. Orchestra. Dynamik. Natürlich gibt es hier auch Arpeggiators. Mehr als 6500 verschiedene Arpeggiator-Patterns in Drums, in Bass, Guitars, eigentlich alles einfach da. Ich gebe dir ein Beispiel. Hier kann ich alles kontrollieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich wähle die Drums und ich filter das mal in Echtzeit. Oder ich schalte mal die Bass aus. So einfach kann man alles hier eigentlich bedienen auf Panel. Das ist schon natürlich alles super, aber es gibt noch mehr. Man kann auch direkt ein Mikrofon anschließen mit einem XLR-Input da. Man kann einfach mitsingen, man kann die Effekte, Reverb oder Delay gleich in Echtzeit benutzen. Aber man kann auch sagen, ich will das Mikrofonsignal direkt durch einen Vocoder-Effekt haben. Und dann kann man die Vocoder benutzen. Also wie du sehen kannst, alle wichtigste Sachen kann ich natürlich hier in Echtzeit auf der Maschine bedienen. Aber wenn ich auch noch editieren will, kann ich natürlich auch die Software Editor dazu anschließen. Alle Parameters, Elements, Waveforms, Effekte, Filter Types, alles kann man damit editieren. Und das ist natürlich schön. Und ich kann natürlich die Editor auch integrieren in ein Cubase-Projekt. Und dann kontrollieren wir die ganze Maschine wie ein richtiges VST-Instrument. Also, lass uns mal alles zusammenfassen. S90 und S70 XS. Gewichtete Taste, Balanced Hammer Keyboards. Based on the Motive XS Engine und dazu gibt es die S6 Piano, 142 MB. Unfassbar viele Sounds. Die Arpeggiators, die Effects, die Vocoder.
von Yamaha natürlich.